So, dann legen wir mal los mit die Borussia Dortmund-Trainerkarriere. Leute, erstmal Sports eine Delegate. Geschichte. Ich habe kein Duden Algorithmus gehabt. Auf diesem YouTube-Kanal habe ich mein, da war, ich habe immer wieder verschiedene Videos hochgeladen. Ja, ich will auch verschiedene Videos auch letztes ich habe auch verschiedene Projekte gestartet. Aber dann ist mir schon, mein YouTube-Kanal braucht einen alten Rhythmus. Und bei FIFA 19 bin ich noch nicht durch, bin noch nicht durch mit die Borussia Dortmund Trainerkarriere. Der Projekt ist noch nicht beendet, Leute. Mit Borussia Dortmund Trainerkarriere. Oder halt in der Meinung die Borussia Dortmund Karriere. Weil da werden auch noch die. Ich habe jetzt so beschlossen, bei dieser FIFA 19 Borussia Dortmund Playlist, wenn ich dann fertig da bin, nicht dann plötzlich ich dann ins Jahr reingekommen bin, wo ich dann als Trainer die Trainerkarriere beende. Dann würde ich dann eine Spielerkarriere machen mit Borussia Dortmund. Naja, es sind auch von FIFA 21, von FIFA 19, von FIFA 20. Da werden es trotzdem noch ein paar neue Projekte starten mit ein paar Fußballvereinen, wo ich ich eine Trainerkarriere machen würde, aber das Beweis, dass ich jetzt ich kann es auch später merken, ich brauche einen alten Rhythmus für meinen YouTube-Kanal, nicht so durcheinander würfeln und ich habe so viele Videos hochgeladen auf meinem YouTube-Kanal und habe so verschiedene Projekte pausiert und da trainiert man dran weiter gemacht. Lieber ist erstmal Projekt weitermachen und dann trotzdem ein anderes Spielprojekt starten und die zwei Projekte nebenher laufen lassen. Aber jetzt weiß ich Bescheid, Leute. Also, Leute, ich werde jetzt diesmal darauf achten. Okay. Jetzt spielen wir mal FIFA 21 mit Borussia Dortmund. Trainerkarriere. Wir haben die Vorbereitungsturnier haben wir. Das waren die Ergebnisse von Vorbereitungsturnier. Und jetzt kommt der Supercup dran, der den FC Bayern München. Also. Ich muss mal gucken, welchen Spiel ich nochmal habe. Ich habe okay. Ich habe auch die Dortmunder Spiele auch nach Dortmund verschoben, die wir auch aktuell gerade bei Borussia Dortmund spielen. Aber ich habe bestimmt nicht. Mukuku, aber ich muss sie halt selber erstellen, weil da noch nicht. Weil er noch nicht da bei Borussia Dortmund nicht war. Mukunku hat gespielt bei St. Pauli. Weil Mukunku ist, mein Gott, ich muss mal nachschauen. Der ist 2004 geboren. Und vorher da bei den Jugendmannschaft, bei den 15, also wo 16-Jährige auch mit dabei sind, also 16-Jährige Spieler oder 15-Jährige Spieler, bei dieser Nachwuchsmannschaft von St. Pauli, da hat er vorher gespielt, der Mukuku. Und ja,
Mein Mukoko ist 2004 geboren. Also das ist Minusrechenwert mit 2000. Dann ist da 2017 hat Mokoko doch bei Borussia Dortmund gespielt, aber ist halt in den Spiel leider nicht mit dabei. Weil 2021 ist er nach Borussia Dortmund gekommen. Ich glaube so mit 17 Jahre alt. Oder schon mit 15 Jahre alt und da konnte noch nicht mehr spielen. Wenn man dann abgewartet, dass er 16 Jahre alt geworden ist. Und dann, also, ja, aber ich muss ihn halt selber erstellen, der Mokoko. Weil der trotzdem den Jahr bei Borussia Dortmund spielt, aber war halt früher alles, was will ich enthalten. Ja, ich habe gerade noch nachrechnet und dann ist mir eingefallen. Aber ich habe mich selber als Spieler erstellt. Ja, mich als Torwart habe ich mich erstellt. Also wie Reala Dauli mich manchmal nennt, also der Harald. Ich habe doch auch einen Harald erstellt. Und ich will... Na, gucken wir mal. Ich habe auch einen Harald erstellt. Ich will mal erstmal nachschauen. Vielleicht bei Borussia Doppel 2. Ich will auch noch ein paar Spieler verpflichten jetzt. Okay, in die Liga 3. Die dritte Bundesliga. Aber Borussia Dortmund 2. Wo ist hier Borussia Dortmund 2? Oh! Scheiße! Ich verdachte Leute! Ein Frieser 21 hat doch keine zweite. Stimmt! Bei 2021 war Borussia Dortmund 2 in die Regionalliga. Und es ist das nächste Jahr, 2022, sind die doch aufgestiegen. Also. Ich kann es aber oh Mann. Naja. Aber ich habe trotzdem einen Harald erstellt. Weil ich, ich habe Donald erstellt. Wenn ich jetzt mal in die wenn ich jetzt mal in die Bundesliga reingehe. Ich suche jetzt mal Union Berlin. Weil da spielt Reala Dauti und Donald zusammen. Bei Union Berlin. Also ich glaube Reala Dauti. Gucken wir mal. Also wir haben einmal hier Donald 12 und Reala Dauti. Die beiden spielen bei Union Berlin. Aber habe ich auch, ja, du, die zwei habe ich erstellt. Aber jetzt gucken wir mal nach den Harald. Also erstmal das Server resetten und jetzt den Harald suchen. Ich muss doch hier einen Spieler namens Harald erstellt haben. Ich habe ja einen Harald, wo spielt... Nicht Harald!
18 Jahre alt. Habe ich den doch bei Borussia Dortmund. Habe ich den Frau übersehen oder wie? Ach hier. Ich hab den doch hier. Den Tom H. Den ist Harald. Oh. Mann. Ich hab doch hier einen Harald erstellt. Nur ich hab vergessen, noch eins weiter noch runter zu scrollen. Kann mal passieren, Leute. Naja. Das wollte ich mal. Ja. Eine falsche 9 akzeptiere ich jetzt mal. Also. Wir machen also natürlich spielt er das. Wir müssen jetzt. Ich hoffe, Mukuku kann diese Posten nicht. War doch klar. War doch klar, dass Mukuku diesen Posten nicht kann. Oh, Marco Reus kann den Posten auch nicht spielen. Ach, zweitens, dass der Spieler den Posten spielen kann. Auch nicht. Aber einer von denen muss auch diesen Posten spielen können. Wenigstens einer gefunden. Okay, Mukuku kann den Posten leider nicht spielen. Ist nicht so schlimm. Wir werden natürlich einen Spieler verkaufen, um den Posten zu bekommen. Ich habe immer noch die Leihspieler bleiben bei den Laie drinnen, die da. Leihspieler bleiben bei Laie. Auf jeden Fall bleiben die bei Laie. Aber auf jeden Fall will ich den hier umwandeln. Weil bei FIFA 23 wird genau den gleichen Posten haben. Der soll auch ein Mittelstürmer werden, so wie bei FIFA 23. Brauche nur 2 Wochen dafür. André Modest. Und jetzt, wie viele Stimme haben wir ja? Den haben wir umgewandelt. Einen so. Der umgewandelt wird zum Stürmer. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. 4 Stürmer, die reichen. Ich finde ja aber keine Spiele, die ich verkaufen will. Das war vielleicht ein freier Mannspieler. Wo mir eins hat, dass ich mir einen. Ich brauche einmal rechten Flügelstürmer. Okay, einen linken Flügelstürmer, aber. Ach, kein. Ja. Stürmer. Wir holen das. Doch, da war einer dabei. Ach, ich hätte den mal wieder rein. Da war einer dabei, wo ich mein Alter noch null fand, derweil. So alt. Hier, oder was ist? Genau. Genau, den will ich jetzt direkt verpflichten. Die 2 verpflichte ich jetzt mal. Weil die 2 Posten brauche ich jetzt auch.
immer noch den einen Leihspieler. Also die eine Leihspieler zu United. Und da sind, glaube ich, zwei oder eine davon auch rechte Flügelstürmer. So, jetzt haben wir den verpflichtet. Das Quartal ist dran, sich zu verpflichten. Okay. Ja, der kommt auch zu den Spielzeiten beim Super Cup, den FC Bayern München. Ja, also. Keine Freisumme, ist in Ordnung. So. Gut. Jetzt haben wir die zwei Spieler verpflichtet, aber. Die große Frage steht jetzt. Ich habe noch. Eine rechte Flügelstürmer in Laie und ein linke Flügelstürmer in Laie. Von denen habe ich zwei Posten und die reichen mir auch. Gut. Also, Moukoko, du kommst leider auf die. Bleibst leider damit ein, dass du zu Hause bleiben wirst. Jetzt habe ich meinen Kater schon zu vergrößert, aber naja. Und jetzt gehen wir rein, um den Super Cup Borussia Dortmund den FC Bayern München. Und der erste Spieltag ist ja noch den Heimspiel gegen Union Berlin. Das heißt, ein Treffen zwischen Harald und Donald und Reala Daudi steht dann an, den ersten Spieltag in die Bundesliga. Okay. Das war schon bald aber auch richtig schwer. Aber jetzt haben wir schwere Gegner. FC Bayern München. Also, vielleicht wird dann jemand Dannyball 12 kaufen. Also, Donald. Oder Reala Daudi. Aber ich glaube nicht. Außer ich bin diejenige, die vielleicht einmal mal vielleicht verpflichtet werde. Das sind die Transfers, wo ich betätigt habe, die drei Spieler. Aber ich würde sagen, ein Verkauf würde nicht schlecht. Ich finde mal schon gucken, wie viele von denen ich habe. Ich habe drei Torwart, die reichen mir. Also sind aber auch drei Stück, die reichen mir. Wenn der von Laie zurückkommt, dann habe ich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, nee. Wir müssen jetzt hier. Jetzt muss ich mal ein paar Spiele verkaufen. Warte, Leute. Aber jetzt will ich meine Schlüssel. Jetzt muss ich gucken, dass ich noch einen von denen verkaufen werde. Weil jetzt habe ich den zum Verkauf geschickt. Dann habe ich dann. Und wenn ich den mal zum Beispiel verkaufe, dann habe ich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt.
Der Spieler muss aus dem Transfer. Und der auch. Dann habe ich die drei jetzt im Transfer. Ja, das steht. Für den Posten habe ich dann auch zu viele. Verkaufen wir. Ja, die gehen mal zum Transfer. Für den haben wir zwei Stück. Dann werde ich in der nächsten Saison noch zwei verpflichten. Ja, für den brauche ich auch noch einen Posten. Ja, ich habe so viele Mittel. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann werde ich sagen. Verkaufen wir. Und den auch noch zum Verkauf anbieten. Und vielleicht den auch noch zum Verkauf anbieten, weil die kann ja mal selber die. Ja, wir werden jetzt so viele Spieler zum Kampf. Okay, das reicht jetzt. Wir haben jetzt das Spiel aus dem 3-4 zu Verkauf gebracht. Jetzt können wir aber erstmal das Spiel spielen. Aber erstmal kommt die Pressekonferenz, aber die werden wir lieber nicht machen. Weil ich will jetzt direkt reingehen zum Supercup Bayern in Dortmund. Vor die Aufnahme kriege ich noch in die Länder sieht. Das ist schon eine redelige Aufnahme. So viel wie ich hätte ich das Spiel bestreiten. Los geht's. Alle Zuschauer hier im Stadion freuen sich auf diese Partie und ich bin sicher, das geht auch Ihnen daheim nicht anders. Gleich geht's hier los mit Bayern München gegen Borussia Dortmund. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen das letzte Spiel vor dem eigentlichen Saisonbeginn. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Das letzte Spiel also, Wolf, bevor es dann endlich wieder richtig losgeht, bevor wir wieder in die Liga einsteigen. Ich glaube, das ist immer ein Spiel mit enormem Unterhaltungswert. Alle können noch mal befreit aufspielen, alle können sich noch mal zeigen. Den klassischen. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer, David Alaba spielt. Boah, das ist eine Aufstellung. In der Abwehr Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und im Angriff sehen wir bei Ihnen in dieser Partie einen Zwei-Mann-Sturm. Okay, sie haben aber gute Spieler verpflichtet. Im Sturm. Aber Dortmund hat auch eine gute Aufstellung. Und so tritt der BVB heute also an. Kommen ins Tor. Falsche 9 und 4. Ja, aber die falsche 9, aber nicht so viele. Der Bayern-Spieler. Man setzt auf einen Schlüsselspieler, der so eine Art, Hybrid-Rolle einnehmen soll. Der ist der Schlüsselspieler für die falsche 9. Tja, wie heißt das alte Lied? Fußball ist unser Leben. Also die Fans hier würden das sofort unterschreiben. Ja, hör dir diese Stimmung an. Das ist einfach nur klasse. Gut. Los geht's. Supercup Bayern in Dortmund. Los geht's. So, und jetzt kann es hier endlich losgehen. Das ist der perfekte Rahmen für dieses Finale. Und ich glaube, das wird ein hochklassiges Spiel. Und die Frage ist, wer geht besser mit Druck um? Ja, ich glaube... So liest so. Borussia Dortmund. Da ist Müller.
Kimmich. Würde ich sagen. Thomas Müller jetzt. Ja. Komm. So, was. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Ah. Aber mehr drin. Es gibt Abstoß. Fast, das war ein Wechsel, der für Schlagzeilen gesorgt hat. Ciro Immobile. Ciro Immobile. Es wird Zeit, dass er auf dem Platz das zeigen kann, dass er die Bayern München den Spieler verpflichtet hat. Vor allem ist der Ciro Immobile auch ein ehemaliger Borussia Dortmund-Spieler, Leute. Das heißt, Niklas Süle sorgt im Moment für Diskussion, denn er trifft heute erstmals seit seinem Abgang wieder auf seinen Ex-Club. Ah, da wäre jetzt Platz. Nicht nur er, auch Ciro Immobile nach Landscheid. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt, das war ein hervorragender Zweikampf. Der Meldspieler kennt das glaube ich gar nicht mehr. Aber die können, der kennt auch rein. Die Fans doch, das Ciro Immobile. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Vielleicht kennt er noch mal Troll vielleicht auch. Und sonst ist es doch ein paar Spieler, wo ich hier rumwolle. Ja, er bringt den Ball jetzt sofort. Da ist er alleine durch. Wo er das zusammen gespielt hat. Und jetzt der Schuss. Neuer Held war noch im Spiel. Ah, Malle Neuer, du dich halten aber. Na, die Bayern-Fans merken, das Team braucht jetzt ihre Unterstützung. Da hätten sie ja, beinahe den Rückstand kassiert. Einwurf für Borussia Dortmund. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. So. Ah ja. Pass kommt nicht an, Kimmich ist da. Coman! Da ist der Torwart. Glück haben so Kobel. Gibt Ecke. Kobel ist auch ein guter Torwart. Das ist der ist verdient die Nummer 1 für Leute. Er geht in den Strafraum. Coman. Müller versucht's mal. Ganz stark abgeblockt. Die Bundesliga so angepasst. Das sieht genau aus wie die Ecke wird kurz ausgeführt. Diese, ja. Weiter diese Szene. Also die aktuellen Aufsteiger. Lucas Hernandez. Schuss kommt nicht durch. Also die war auch gerade aktuelle, die Bundesliga auch. Kein besonders guter Abschluss. Sehr effektiv dieses frühe Pressing. Und das ist ein Freistoß für den BVB. Ja, Freistoß. Und jetzt. Was ist das für eine blöde Aktion? Ja, abseits, richtig. Ach, abseits. Thomas Müller. Will's aber. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Ja. Und jetzt Müller. Guck mal. Ja, das war abseits. Sehr gut aufgepasst. Viel mit Auge. Stark gemacht. Nein. Kurze Ecke. Gnabry. Oh. Starke Parade. Ecke kommt von Kimmich. Aus dem Angriff können sie nichts jetzt machen. Aber. Jetzt aber Borussia Dortmund, aber komm schon. Jetzt brauchen wir die tolle Chance für das 1:0. Na, sieht jetzt so richtig aus. Gut ins Spiel kommen die Bayern hier noch nicht. Borussia Dortmund ebenfalls kommt nicht richtig ins Spiel, wie die Bayern. Bayern gibt im Moment schon den Ton an. Aber Dortmund ist auch der meiste Bayern-Jäger. Mehr Ballbesitz in den vergangenen Minuten. Und wenn sie ihre Chancen jetzt noch besser nutzen können, dann gibt es auch die Führung. Jedes Jahr ist dasselbe Paradio. Und er pfeift abseits. Ja, warum abseits, Schiri? Jetzt noch ein paar Minuten laufen lassen können. Die Schiri will sonst wieder eh als weiter vorne am Feld gewesen. Glaube ich. Ja, klappt schon. Müller am Ball. Die Bayern mit dem Ballverlust. Jetzt aber. Komm, Borussia Dortmund. Mit Harald. Auf verliert Harald den Ball. Immobile. Oh, das könnte was nein, werden. Nein, nein, nein. Der muss doch drin sein. Wow. Unglaublich. Was war das denn? Alter, war es gerade Immobile? Ja, es war Immobile. Boah, das ist auch richtig tolle Ferne. Also, Bayern haben nun 340 betätigt hier.
So. Ja. Jetzt so, aber. Eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Chance zur Führung. Sehr gut. Ah, gemacht, schade. Gute Chance. Jetzt kommt die Ecke. Boah, Alter. Boah, da hat gerade aber die Nase gekitzelt. Boah, das war auch gerade nicht so schade. Boah. Boah. So, Ecke und. Ecke tut ausführen. Ach, war jetzt schon gut ausgeführt, aber es ist gleich Halbzeit. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Ja, Luft nach oben. Wir machen schnell weiter mit der zweiten Halbzeit. Weil sonst sehe ich die Aufnahme noch in Länge. So, rein in den zweiten Durchgang. Weiter geht's. Schauen wir mal, wer hier in diesem Finale diesmal genau die ersten Akzente setzen kann. Die gleiche Aufnahme jetzt Endefred ausgewertet, Leute. Gut gesehen, das war Abseits. Na komm, das war doch kein Abseits. Da war vom Harald auch noch dort in der Nähe. Also für mich war es kein Abseits. Nicht Harald, meine ich. Soll ich schon den Namen verwechseln? Ballverlust Dortmund. Der Tom Harald gibt es eine FIFA 23. Sein Wechsel steht ja mittlerweile fest. Borussia Dortmund konnte sich den Spieler angeln. Oh Mann. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Und gibt's jetzt die Führung. Oh, harter Mann. Schuss, aber Ball geht nicht. FIFA 21 heißt er nicht Harald. Und in FIFA 23 habe ich den Spieler Tom Harald benannt. Emre Can. Und in FIFA 22 dreht auch ein anderer Name, der Harald. Nachname, Harald, Vorname. Macht er gut. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Alle. Ja, mal gucken. Ballverlust Bayern München. Das war Pech, das ist Abseits. Ja, okay, das ist aber vielleicht doch Abseits, aber. Nur Müller. Ich glaube, im Unterschied gibt es dann 11 Meter schießen, weil ich glaube, im Supercup gibt es, glaube ich, kein Verlängerung. Schwacher Abschluss, da hat er den Ball nicht voll erwischt. Ich will es auch nicht herausfinden, oder? Thomas Müller am Ball Immobile. Das macht er gut. Ja. So, da ist die Führung absolut verdient, oder? Ja, okay. Das war also gut. Setzen hier Konzept Thomas straight Müller. Um. Nur die Tore haben ein bisschen rein. Geführt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Für FC Bayern München. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Da hat er sich ja, da hat er einen kleinen Fehler lassen. Erlaubt. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Er musste Harald ausgewechselt werden. Das ist auch ein großes. Der FC Bayern damit jetzt in Führung. Der FC Bayern München hat die Führung zu erobern. Aber FC Bayern München hat auch verdient die Führung bekommen. Ballverlust durch Julian Brandt. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt. Der große Tag rückt näher, nämlich das Spiel um den UEFA Supercup. Für UEFA Bayern Supercup München hat Bayern auch noch ein Spiel vor. Da ist er alleine durch. Das ist natürlich Alter, ärgerlich, das wäre Spiel hier bei eine UEFA gute Chance Supercup gewesen. Dortmund verliert den Ball. Immobile. Ja. Jetzt Thomas Müller. Das ist Goretzka. Da hat er die Chance. Jetzt aber. Nein. Komm, wir brauchen den Ausgleich. Brandt. Wir haben einen Fehler passiert. Ah, da muss mehr kommen. Komm. Vom Verteidiger. Alter. Nicht, dass das FC Bayern München gewinnt. Schöner Pass jetzt. Serge Gnabry. Aber ich glaube, ja. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Weiter gefährlich. Außer ich hole jetzt den Ausgleich. Schön dazwischen gegangen. Ja. Schwere Aufgabe, Yoshi. Ja. Noch dieser knappe Rückstand. Wie siehst du es? Der BVB muss Druck machen. Die Zeit ja, läuft. Ich mache es groß, aber Bayern ist zu hart vor. Jetzt sind Kreativkräfte gefragt. Bayern ist der gute Gegner bis jetzt.
Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Ja. 6 Minuten sind noch zu gehen. Chance zum Konter jetzt. 5 Minuten ist noch zu spielen. Gute Chance für eine Flanke. Ja. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Die Flanke war gut, aber der Ball hat mal ein neuer Verhalt. Hey. Müssen gucken, Kimmich, dass ich den Ball schnell wiederholen. Das ist Immobile. Sonst ist der Supercup für Bayern entschieden. Jetzt Müller. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich. Boah, der Keeper hat den Ball. Und damit bleibt es. Okay, Bayern mit 1:0. Das hat nicht sollen sein. Okay. Sie verlieren das Finale und das können Finale den Pokal nicht gewinnen. Das ist natürlich bitter, gewonnen. Aber sie sind so weit gekommen. Und darauf können sie schon stolz wir sein. Wir haben leider das Supercup-Finale leider von Kartleiter. Aber guck wir haben dieses Spiel eingesehen. Wir sehen aber, wo Fehler sind, wo wir die Fehler ja, haben. Also wo die Fehler müssen wir jetzt beheben. Sehr, sehr Bundesliga ruhig, aber das ist immer die Geschichte. Ich könnte mich ja immer wegschmeißen. Ja, jetzt ist das ja alles geregelt. Fotografen, Kameraleute, okay. Sieger, wir werden noch genau. Nimm den Pott mal in die Hand. Wir wollen schauen wir doch ein Fötürchen haben. Die also das Sieger ist halt das und ja. Fötürchen. Ja. Fötürchen. Ja, ist so gut. Nee, aber wie auch immer man sagt. Ja. Ja. Wäre noch besser. Ja. So, dann noch mal. Das 1:0 gewinnt der FC Bayern München. Das gehört alles mit dazu. Das willst du gar nicht haben als Spieler unbedingt. Du willst einfach nur noch die Sau rauslassen. Ja, also das hier. Okay, ja, haben die gut gefeiert, der FC Bayern München. So, und jetzt kann es hier endlich losgehen. Jetzt will ich sagen, haut rein. Bis dann. Wir sehen uns dann am nächsten Part, Leute. Heimspiel Borussia Dortmund, den 1. FC Union Berlin. Haut rein. Bis dann. Ciao.